Beleuchtung ist im Smart Home sicherlich ein ganz zentrales Element. Wenn Sie in der dunklen Jahreszeit nach Hause kommen, begrüßt Sie Ihr Haus schon mit sämtlichen Lichtszenarien, die Sie sich vorher eingestellt haben. Oder aber auch, Sie können hervorragend eine Anwesenheitssimulation mit Ihren Leuchten durchführen. Damit Sie nun auch Ihre normalen Deckenlichter in das Smart Home System einbinden können, haben wir entsprechende Unterputzschalter nun im Sortiment, die Sie in jede vorhandene Installation mit integrieren können. Wir haben da zum einen den Serienschalter, wo Sie also die Möglichkeit haben, zwei verschiedene Lichtkreisläufe zu steuern, oder aber auch den normalen An- und Ausschalter, wo Sie dann praktisch mit einer Taste eine Lichtquelle entsprechend steuern können. Ja, diese Unterputzmodule sind entsprechend smart, sodass Sie natürlich nicht nur an den Knöpfen selber das Licht ein- und ausschalten können, sondern selbstverständlich auch über Ihr Tablet beispielsweise. So, jetzt muss ich mal schauen, wo haben wir hier den Knopf? Und ja, hier habe ich jetzt die Szene Deckenlicht gesamt ausgelöst und jetzt schalte ich es wieder aus. Natürlich können Sie das Ganze auch von unterwegs machen, wenn Sie also noch nicht zu Hause sind. Dafür haben wir dann natürlich die Möglichkeit, auch den Fernzugriff zu nutzen. Die Besonderheit beim Technisat Smart Home System ist natürlich nicht nur, dass Sie die Bedienung über ein Tablet, über eine App vornehmen können, sondern natürlich auch mit Ihrem klassischen Fernsehgerät von Technisat. Also auch mit der Fernsehfernbedienung habe ich die Möglichkeit, die Lichter in der Küche zu steuern. Natürlich können Sie über unsere smarten Schalter jetzt nicht einfach nur Ihre Lichter auf verschiedenen Wegen bedienen. Selbstverständlich können Sie auch alles in Szenarien einbauen. So können Sie beispielsweise über unsere Astro-Funktion, zu der gibt es noch ein separates Video, können Sie beispielsweise in der dunklen Jahreszeit das auch so programmieren, dass im Winter dann bei Sonnenuntergang sich beispielsweise automatisch das Flurlicht einschaltet. Das ist natürlich auch hervorragend für eine Anwesenheitssimulation zu gebrauchen, sodass Sie also auch, wenn Sie nicht zu Hause sind, ein belebtes Objekt vortäuschen können. Ja, selbstverständlich können diese Szenen, die Sie sich anlegen, auch über unsere Taster gesteuert werden. Denn die Besonderheit ist, dass wir hier nicht einfach nur An- und Ausschalter haben. Wir haben auch die Möglichkeit, Szenarien festzulegen. Unser Doppelschalter verfügt über 4 Tasten, 1, 2, 3, 4. Und auf jeder dieser Tasten können Sie mehrere Szenarien, nämlich bis zu 4 Stück, fest hinterlegen. Das heißt also, Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Stimmungen auf der Taste mit Doppelklick beispielsweise zu bedienen. Und hier habe ich jetzt so eingestellt, dass ich über meinen eigentlichen Lichtschalter nicht nur das Küchenlicht hinter mir einschalte, sondern eben auch ein Rollo zu einer gewünschten Position fahren lasse. Als Gegenszene habe ich das Ganze oben nochmal hingelegt. Auch hier mit zweimal Klicken habe ich die Möglichkeit, jetzt vom Lichtschalter das Rollo wieder hochzufahren. Bei unserem normalen Ein- und Ausschalter haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dann eben oben 4 zusätzliche Szenen und unten 4 zusätzliche Szenen zu hinterlegen. Ja, Sie sehen, das System ist sehr, sehr vielfältig. Sie sind ja völlig vernetzt zu Hause, können praktisch von einer Schaltereinheit nicht nur Licht, sondern auch andere Dinge wie Rollos oder auch Zwischenstecker beispielsweise schalten, sodass ich also auch die Möglichkeit hätte, vom Lichtschalter in der Küche beispielsweise meine Außenweihnachtsbeleuchtung einzuschalten. Also da haben Sie wirklich keine Grenzen, an die Sie sich halten müssen. Und da wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.